Hallo, frohe Weihnachten. Und viele Grüße aus dem Stall. Ja, heute sind wir mal nicht auf dem Feld, denn draußen ist es nass und es regnet und es ist kalt. Und wir haben uns vorgenommen, die Tiere einfach mal hier drin zu verwöhnen. Ja, und uns somit auch einen freien Tag zu gönnen, beziehungsweise zwei. Gestern waren sie auch schon drin. Ja. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag, beziehungsweise... Der 25. Und wir haben uns ganz viel Gedanken gemacht über Weihnachten und was das für uns bedeutet. Und wir werden euch daran teilhaben lassen, was wir für Weihnachten halten. Ja, für uns war es nämlich so ein bisschen schwierig, eigentlich zu entscheiden, ob wir Weihnachten feiern wollen. Vor allem in Zukunft, wenn wir vielleicht auch Kinder haben werden. weil das ja eigentlich eine sehr christliche Tradition ist oder sie jedenfalls immer so verkauft wird und wir da eigentlich gar nicht so mitgehen können. Also wir halten uns gar nicht so für christlich und denken auch eher, unser Kind kann sich dann irgendwann selber dafür entscheiden, welcher Religion es angehören will und ob es überhaupt einer Religion angehören will. Und trotzdem sind ja diese christlichen Rituale irgendwie die einzigen, die wir auch selber in der Kindheit so kennengelernt haben und auch lieben, ne? Also wie viel verbinden wir alle mit Weihnachten und mit dem Singen und diesen Gerüchen und einfach der ganzen Atmosphäre und damit, dass die Familie zusammenkommt. Und das, ja, ist, finde ich, schon ein sehr besonderes Fest eigentlich. Ein Fest des Lichts und für mich auch so ein bisschen so ein Fest des Zusammenkommens. Also nicht nur der Familie, sondern... Es geht auch immer um die Tiere, ne? Wenn wir uns daran erinnern, wie die Geburt eigentlich gelaufen ist, eines Christos, also im wahrsten Sinne eines Lichtbringers, dann war das im Stall, ne? Auf Stroh und mit den Tieren. Vielleicht nicht unbedingt mit Wasserbüffeln, obwohl in Mesopotamien es ja schon vor 5000 Jahren Wasserbüffel gab. Aber zumindest mit Esel und Kuh und Schaf. Und auch die Hirten waren die ersten, die bei dem kleinen Christkind angeblich gewesen sind. Also wir wollen ja dieses Christliche nicht übernehmen, sondern wir meinen, also ich meine als Christus eher sowas, ein Lichtbringer, ein Lichtkönig, so ein gesalbter Lichtkönig. Und so soll auch das Fest für uns sein. Also das Bewusstwerden, das Hoffnung geben für eine kommende Zeit, die wieder schöner wird, die das Licht gibt und die den Frühling eigentlich auch schon verkündet. Also, weil jetzt werden die Tage wieder länger und es gibt Hoffnung und das ist für uns so ein bisschen auch mit der Sonne verbunden. Deswegen auch unsere kleine Kerze hier, die Rieke selbst gezogen hat. Genau. Mir ist nämlich aufgefallen, die Weihnachtszeit beginnt ja eigentlich mit der Adventszeit und da holt sich die Familie einen Adventskranz ins Haus und vier Kerzen. Und jeden Sonntag wird eine neue Kerze angezündet. Und dieses Ritual, eben sich so Tannenzweige ins Haus zu holen und in der Zeit, wo die Tage am kürzesten sind, jeden Sonntag eine neue Kerze anzuzünden, also sich mehr Licht ins Haus zu holen, um eben gegen dieses Dunkle auch entgegenzuwirken, das ist, finde ich, eigentlich sehr, sehr schön und sehr logisch. Also ich meine, man holt sich das letzte Grün aus dem Wald ins Haus, um das Leben zu zelebrieren. Und dann wartet man so voller Vorfreude eben auf den Moment, wo die Tage wieder länger werden. Und zwar nach dem 21., nach der Sommersonnenwende. Und da holt man sich dann sozusagen zur Krönung sogar einen Tannenbaum ins Wohnzimmer, also einen ganzen Baum, also ein Symbol des Lebens, auf dem wirklich unglaublich viele, zahlreiche Kerzen stehen und man dann sein kleines Lichtfest im Haus feiert. Wir schmücken es ja auch nicht nur mit Kerzen, sondern auch mit runden Symbolen, also für uns sind es polierte Äpfel, aber auch mit Sternen. Und das sind alles für uns universale Symbole, die ja vielleicht auch in der Geometrie oder in der Natur immer wieder auftauchen. Und deswegen auch für uns ja diese vorchristliche Bedeutung haben. Der, ja,
der Fülle und des Reichtums, der vielleicht bald wiederkommt. Ja. Bin mir ganz sicher sogar. Ja. Also für uns ist es eigentlich ein Fest des Lebens und der Wiedergeburt, weil ich finde, mit der Wintersonnenwende wird ja eigentlich das nächste Jahr wiedergeboren, weil die Tage werden wieder länger, der Frühling kündigt sich langsam an, so dann der Sommer, der Herbst, ja, mit seiner reichen Ernte und der Winter, wo wieder alles beginnt zu schlafen und sich auszuruhen. Unsere Jacke will auch mit ins Bild. Jetzt hat sie es sogar angesabbert. Oh je. Ja, was ist denn das? Ich möchte auch rein. Ja, also wir sind so ein bisschen abgelenkt. Ja, genau. Und dass eben eigentlich an Weihnachten ja dieser unendliche Kreislauf des Lebens von immer erneuten Wiedergeburten gefeiert wird. Und das ist ja unglaublich schön und logisch. Ja, für mich ist auch so ein bisschen dieses, also ich weiß zum Beispiel gar nicht, was der Weihnachtsmann eigentlich sein soll. Wir haben gestern mal versucht darüber zu diskutieren, was jetzt der Weihnachtsmann ist, welche Bedeutung er hat, welches Knecht Ruprecht ist und welches der Nikolaus ist. Also hier leben wir in einer orthodoxen Gemeinschaft, also mit christlich-orthodoxen, ukrainisch-orthodoxen Menschen. Und die feiern Nikolaus am 19. Dezember. Das heißt, irgendwie überschneidet sich das alles so ein bisschen mit unseren Feiertagen. Und für mich ist es nicht ersichtlich, aber es ist doch interessant, dieser etwas verschrobene, gutherzige Mann aus dem Wald, der die Menschen mit seinen Gaben überschüttet. Und ja, auch diese roten Farben, die auch wieder eine Anspielung sind, ja, vielleicht sogar auf diese alte Tradition des Soma, also dieser, wie es Allegro in seinem Buch schreibt, The Sacred Mushroom and the Cross. Also irgendwie hat das dann doch auch was mit diesem Fliegenpilz zu tun. Also diese Farben sind zumindest, und in den Tannenwäldern, Fichtenwäldern, scheint so ein altes, heidnisches Ritual des, ja, des Rausches auch zu sein. Was vielleicht jetzt bei uns auch dann mit Silvester dann verknüpft wird, wo wir auch hoffen, dass ihr alle schön das neue Jahr feiern könnt. Vielleicht nicht so viel böllern, obwohl ich da eigentlich gar nichts gegen habe, sondern dieses Jahr eher mit Freunden und ja, in einem besinnlichen Rausch das neue Fest, das neue Jahr so richtig ausgelassen feiern. Das wollte ich auch gerade eben noch mit reinbringen, das Wort Besinnung, weil eigentlich ist es, finde ich, eher eine Zeit der Besinnung. Jetzt beginnen ja auch die Rauhnächte, in denen ja viele Leute auch Traumtagebuch schreiben, weil sie eben denken, dass der Traum jeder Nacht für den Monat des nächsten Jahres steht und wie so ein Orakel gelesen wird eigentlich. Also eigentlich ist es auch so eine Zeit des Zu-sich-Kommens, denke ich. Ja, der Traumzeit, ne? Also diese Träume scheinen besondere Bedeutung zu haben. Und der Rituale, also ein Ritual durchzuführen in dieser Zeit, um, ja, es geht ja nicht nur um einen einfachen Wunsch, sondern um ein Visualisieren wahrscheinlich dessen, was man sich am allermeisten wünscht. Und das in sein neues Jahr einzubringen, dafür ist jetzt die Zeit. Also sich klar zu werden, was will ich eigentlich wirklich? Was will ich mit meinem Leben machen? Was will ich in diesem Jahr anfangen? Was ist mir besonders wichtig? Sich das jetzt in dieser Zeit von Weihnachten bis Neujahr sich bewusst zu machen, was wollen meine Träume mir eigentlich sagen? Und dann das in dem neuen Jahr so intensiv wie möglich einzuarbeiten. Und dafür haben wir jetzt die Chance der aktiven Visualisierung und am besten auch mit Freunden zusammen, dass man darüber spricht, so, was sind eure Träume, was sind unsere Träume, haben wir gemeinsame Träume, wollen wir uns darauf konzentrieren, diesen gemeinsamen Traum auch zu leben und deswegen auch mit der Familie, mit der Besinnung und aber auch der Kommunikation. Und jetzt in diesen Zeiten, gut, wir sind mit unseren Tieren und wir haben uns, die Nachbarn sind auch ganz toll, aber mit der Familie ist es dann halt über Skype oder Zoom oder was wir da alles für Tools haben. Ist ein bisschen schade, so als Auswanderer. Es ist auch immer
ja, die andere Seite der Medaille, dass man dann getrennt ist von seiner Familie. Letzte Zeit ist ja eh alles online, also Ja, wir sind also ganz im Zeitgeist. genau. Naja, Deswegen auch ja. unsere verstärkten YouTube Sachen, die wir jetzt hier machen. Und weil wir Ja. hoffen auch so unsere sozialen Kontakte dann mit anderen Menschen, die uns gleichgesinnt sind, aufrechtzuerhalten und unsere Botschaften so rüberzubringen und vielleicht auch von euch zu hören. Also wünschen wir euch noch schöne Weihnachtsfeiertage und vielleicht sogar schon einen guten Rutsch. Also, ja. Ja, alles Gute von uns aus den Waldkarpaten. Genau. Und tschüss.